Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir schauen uns heute Menschen an, die unfassbares Glück hatten, die noch auf Kamera aufgefasst wurden, Leute. Also es wird auf jeden Fall heute richtig verrückt. Haut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button, weil wenn ihr es nicht macht, dann habt ihr einfach mal 7 Jahre lang Pech. Das sieht mir halt aus, als wäre es so ein ganz normales Café draußen, wo man so sitzen kann und so. Aber wo soll jetzt da was... Jo, was? Die haben zum Glück noch rechtzeitig reagiert, aber das hätte die halt einfach... Guck mal, der ganze Glas ist, glaube ich, kaputt gegangen so, ne? Okay, was haben wir jetzt hier? Ist doch alles ganz entspannt. Bitte, was? Was ist denn? Ist da was vom LKW runtergefallen oder was? Ich glaube, da ist irgendwas vom LKW runtergefallen, Leute. Jo, alles klar. Alles klar, Alter. So ein Ding. Ey, der hat dir mal unfassbares Glück gehabt. Jetzt mal ohne Spaß. So, was ist jetzt hier los? Was machen... Oh. Er hatte halt grün, ne? Also er hatte grün. Er hätte eigentlich fahren dürfen, glaube ich. Also vielleicht haben wir auch verguckt. Aber das war auf jeden Fall gerade richtig heftig. Was ist jetzt hier? Hä? Der ist anscheinend... Jo, ist da gerade ein Baum umgekippt? Ich glaube, da ist gerade ein Baum umgekippt, ne? Einfach fast auf ihn rauf oder auf sie rauf. Jo, alles klar. Und der hat auf jeden Fall mal mega, mega Glück gehabt gerade, Leute. Jetzt mal ohne Spaß. Ey. Was? Was? Ja, das ist... Das ist einfach so ein Riesenstein gewesen. Aber so ein richtig, richtig großer Stein und... Lol, ist das in Deutschland? Muss in Deutschland sein, ne? Wo ist denn das passiert? Lol, schreibt mir gerne in die Kommentare, Leute, wo das denn jetzt gerade passiert sein soll. So, was ist jetzt hier in der ganzen... Ey! Alter! Wir haben ja gestern schon auf Blitze reagiert, guckt euch das mal an jetzt, ne? Wir haben gestern auf Blitze reagiert, Leute. Also, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann checkt auf jeden Fall die Episode aus. Aber was war das bitte schön gerade? Der hat ja mal richtig, richtig krank Glück gehabt, ne? Im Unglück. Oh, einfach die Stange durchgerammt durch die Fensterscheibe. Oh. Hallo. Hier sind wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist sie. Was hat sie da? Ist sie mit ihrem Hund? Oh, das ist ein riesen Elch, ne? Oh mein Gott. Oha. Alter, die hat immer... Alter, die ein Glück gehabt, ne? Wenn das Ding mal erstmal auf dich zurennt oder so, ne? Da bist du aber sowas von weg. Die hat immer richtig Glück gehabt. Yo! Was ist denn das für ein Megatornado? Ja, die stehen einfach direkt daneben. Alles klar. Die stehen einfach direkt neben dem Tornado, Alter. Hier auch nochmal so ein Tornado. Ey, Leute, ohne Spaß. Die fahren einfach ganz normal daneben. Und da herrscht einfach so ein Tornado. Mitten so in der Innenstadt. Alter, wie das aussieht, ne? Was die Natur einfach alles so anrichten kann, das ist schon richtig, richtig krass, Freunde. Das ist schon richtig, richtig krass, auch hier. Tschüss, einfach so ein Tornado direkt neben dir. Ey, was ist das bitte schon? Was muss das für ein krasses Gefühl sein? Da fliegen so viele Teile einfach durch die Luft dann. Das ist halt... Das ist einfach zu heftig, ne? Hier auch. Alter, da fliegen ja Badewannen und so durch die Welt. Einfach eine Badewanne gerade da durchgeflogen. So hier. Oh Gott. Und jetzt, ja, Fluten sind auch auf jeden Fall echt mega, mega verrückt, ne? Einfach ein Haus weg und direkt auf das nächste. Überlegt mal, ihr baut euer Haus und das einfach rein damit im Fluss. Eure ganze Existenz quasi. Ja, und Auto haust du rein, ne? Oh, das ist belastend, Alter. Auto, Mann. Oh, ist das belastend. Ja. Hey, überleg mal, du kaufst dir einfach ein Auto und dann ist es einfach nachher in so einem Fluss drin, weil es Überflutungen und so sind, ne? Wie das einfach alles aussieht. Dass die Natur einfach alles anstellen kann. So ein Strommast. Oha. Okay, was ist jetzt hier los? Ganz schön neblig, muss ich sagen, ne? Ist ganz schön neblig. Scheint bis jetzt noch alles normal zu sein. Sieht irgendwie voll cool aus, ne? Aber es, was passiert denn da jetzt? Wo hat er denn jetzt gleich so Glück? Oha, Alter, wie das einfach aussieht. Hä? Das sah ja einfach nur krass aus. Jo, ein Erdbeben. Alter, ein Erdbeben im Hochhaus.
wie das einfach aussieht, Mann. Wie sieht das? Ah, guck mal, die ganzen Lampen und so, ne? Alles klar, Freunde. Gut, dass da keiner verletzt worden ist, ne? Hier. Wo hat der jetzt hier Glück? Ich weiß es gerade nicht. Wo hat der jetzt hier Glück? Ich fährt auf jeden Fall hier ganz in meinem Kreisel. Alles klar, Alter. Wie dicht fährt der dann an ihm vorbei? Oh, ich sehe schon, kommt ein Baum. Ein Baum fällt irgendwie um, oder? Ein Baum? Oder was wird es sein? Nee. Okay. Die hatten auf jeden Fall auch mega, mega Glück. Machen nichts Falsches, ne? Flugzeug, Leute, da ist nichts mit zu spaßen an dem Flugzeug. Wenn da irgendwas passiert, ne? So. So, okay, die heben ab. Hä? Was ist denn da jetzt? Hä? Habt ihr es gerade verstanden? Ich hab's nicht verstanden. Oh. Achso, jetzt sind wir. Oh. Ach, der Sound. Oh, okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Hört einfach hin, das hört sich gar nicht gesund an. Ey. Das hört sich gar nicht gesund an, Alter. Jetzt ohne Spaß. Da hätte ich halt sowas von Angst, wenn ich irgendwie im Flugzeug oder so bin und ich höre die ganze Zeit so eine Geräusche, so boom, boom. Boom, boom. Die ganze Zeit so, ne? Oh, komplett halt sind. Oh. Löwe und Elefant. Das kann gefährlich. Oh, Alter. Sag euch, wenn ihr so einen Elefanten begegnet, ne? Das sind so gefährlich. Ah, gut, dann sollte man eigentlich einen Elefanten begegnen, aber ihr wisst, was ich meine. Guck mal hier, wie krass die einfach drauf sind, Mann. Elefanten sind so krass drauf. Vor denen sollte man sowas von Respekt haben. Aber. Ach, der Löwe wollte gerade das Elefantenbaby angreifen. Oh, der hätte sich... Oha, Alter. Der Elefant war aber gut am Start. Hat die Mutter oder der Vater gut gemerkt, muss man sagen. Das war auf jeden Fall echt mega gut gemerkt. Oh, was für ein Elefant, Mann. Das sollte auf jeden Fall von Momenten gewesen sein, wo Menschen einfach nur richtig, richtig viel Glück hatten, Leute. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Und checkt ganz den beiden Videos hier aus, dann draufklicken. Und abonniert diesen Kanal für tägliche Reaktionen und mehr. Ciao, ciao.